Die Aussagen einer ehemaligen deutschen Geliebten des früheren spanischen Königs Juan Carlos könnten den Monarchen auf die Anklagebank bringen. Es geht um Steuerhinterziehung und auch Geldwäsche. Gleich mehr zu diesem sehr brisanten Thema bei uns in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu Brisant. Zu unserem ersten Thema. Stellen Sie sich mal vor, liebe Zuschauer, der Rettungswagen soll Sie schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen. Doch dann gibt es einen Knall und der Rettungswagen kippt um, wie hier. Horrorvorstellung, stimmt's. Aber genau das ist in Hamburg passiert. An Bord des Rettungswagens war eine hochschwangere Frau, die zur Entbindung ins Krankenhaus gefahren werden sollte. Diese Nachricht ist heute für alle Angehörigen der NSU-Opfer ein Schock. Der als NSU-Helfer verurteilte frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist wieder ein freier Mann, zumindest vorläufig. Erst vergangene Woche ist er ja zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte nach Ansicht des Gerichts die Tatwaffe für Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos besorgt. Ob er seine Reststrafe antreten muss, ist offen. Zur Begründung hieß es übrigens, dass keine Fluchtgefahr mehr bei Wohlleben bestehe. Und das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Reden wir übers Wetter, liebe Zuschauer. Es ist knochentrocken in Deutschland. Manche sprechen sogar von einer Dürre. Seit 55 Jahren war es übrigens nicht mehr so trocken wie jetzt. Und das macht nicht nur uns Menschen zu schaffen. Auch die Pflanzen- und Tierwelt stöhnt. Und wie? Die Nahrungssuche gestaltet sich für Vögel besonders schwierig. Und die Waldbrandgefahr, sie steigt auch weiter. Und vor allem nach einem dürstet es jeden Wasser. Tatort ist Kult und Maria Furtwängler gehört zu diesem Kult einfach mit dazu. Die 51-Jährige brachte den Tatort nach Niedersachsen. 2002 ermittelte sie das erste Mal als Charlotte Lindholm. Dieses Mal führte sie nach Göttingen, nicht ganz freiwillig. Und da wartet gleich noch eine Überraschung auf sie. Was sich dahinter so verbirgt, bitte. Es wird musikalisch bei uns. Mädchen, Mädchen, Sommernacht in Rom oder am weißen Strand von St. Angelo. Seit mehr als 50 Jahren liefert Gigi Anderson einen Hit nach dem anderen. Dafür lieben ihn seine Fans. Gigi Anderson gilt als unermüdlicher Workaholic. Das ging zunehmend auch zulasten seiner Gesundheit. Schlaganfälle, Depressionen, immer wieder Aufenthalte in Krankenhäusern waren ein ziemlich hoher Preis für dieses Leben auf der Überholspur. Nach einem Sturz von mehr als 3 Jahren war er mehrere Wochen in der Reha, nahm sich danach aber eine künstlerische Auszeit. Und jetzt ist er wieder so richtig am Start mit seinem neuen Album Summer Love, gerade in den Top 10 der Schlager-Albumcharts. Und wir haben mit ihm jetzt privat gesprochen. Und von Gigi Anderson jetzt zu einem Jungen, der vom Pech verfolgt ist. Das war die vielleicht bekannteste Romanfigur in der DDR. Die Geschichten von Alfons Zitterbacke füllen ja mehrere Kinderbücher und wurden auch verfilmt. Doch der Streifen von 1966 ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, kann man sagen. Neue Zeit für eine Neuverfilmung, unter anderem mit Wolfgang Stumpf und Katharina Thalbach in den Hauptrollen. Einen Sieg konnte jetzt Cliff Richard für sich verbuchen. Unsere Promi-News jetzt für Sie. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre früheren Frangenspiele auf dem Spielplatz? Da hat wohl jedes Kind irgendwann mal mitgemacht. Aber nur für den Spielplatz wäre dieses lustige Spiel wohl verschenkt. Deshalb kommt es jetzt in die Kinos und zwar in ganz neuen Dimensionen. Da geht es um eine Gruppe alter Schulfreunde, die seit ihrer Kindheit nicht aufgehört haben, Fangen zu spielen. Koste es, was es wolle. Eine witzige und vor allem auch actionreiche Komödie aus den USA. Und das war's schon von uns. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie denn mögen. Ihnen jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.